Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Planet Zoo. Wir beobachten gerade einen unserer beiden Eisbären, wie er gerade aus dem Wasser rausgekommen ist und erstmal geschissen hat. Oh, er kommt auf uns zu. Oh. Da ist er. Welcher ist denn das jetzt eigentlich gewesen? Wer ist denn du? Du bist Tuk-Tok. Tuk-Tok ist 11 Jahre alt. Und ist ein Männchen. Und Tuk-Tok hat jetzt seinen Spielball in meiner Arm, im Mund drin. So. Und irgendwie kann ein Arbeitsplatz nicht erreicht werden. Hier sind mehrere Sachen, die gerade irgendwie Stromquelle hat versagt. So. Technikforschung abgeschlossen und Veterinärforschung abgeschlossen. Das ist gut. Kamele sind fertig, Trampeltiere sind und Rentiere. Oh. Bedeutet, wir können jetzt, was haben wir denn noch nicht? Stallschafe haben wir noch nichts. Eisbär wäre wichtig, dass wir erforschen. Mhm. Was mit der Technikforschung? Das Gehege, die Gehegearten sind fertig erforscht worden. Aktuell sind wir eh dabei, noch die nächste Stromart zu erforschen. Was können wir dann erforschen? Zum Beispiel noch Klassik vielleicht wäre noch interessant. Klassik. Ah, dann haben wir eh schon relativ viel erforscht auch. Was geht bei den Tieren schief? Oh nein! Eins unserer Dallschafe ist gestorben. Niedrigen Wohlbefinden. Was geht denn jetzt ab? Niedriges Wohlbefinden. Wieso? Ernährungszustand, weil es zu wenig Essen hat. Funktioniert nicht. Was ist beim Giga die Temperatur? Was ist bei der Temperatur? Ach, du lagst wahrscheinlich genau gerade in der. Das mit dem stabilen Rückzugort. Es gibt viel zu wenig Rückzugorte für alle Tiere. Wieso denn? Da habt ihr einen Rückzugsort, da sieht kein Schwein rein, oder? Oder ist es kein Rückzugsort, kein Gescheiter, weil das Dach da ist? Na, wir bauen mal den Rückzugsort ein bisschen um. Bauen wir mal ein festes Dach drauf. Das ist halt komisch, weil ich hab gedacht, das würde gelten. Ne, ist gleich nicht das Dach, oder? Das Dach. Oben. Und hier noch hin. Vielleicht liegt es wirklich daran, dass halt da Licht durchkommt. Ich weiß es ja nicht. So. Beenden. Ist es jetzt ein stabiler Rückzugsort? Also immerhin siehst du ja nicht raus. Also irgendwie schon, aber... So verwendet mich gerade echt. Warum siehst du da so gut raus aus dem Zaun? Was war jetzt schon wieder? Na, oh, Steppenzebras. Wo ballert ihr euch denn schon? Leute, es kann auch ruhiger abgehen. 21, 4 Jahre, dann kommt der 21-Jährige. Oh ja, du bist eh schon alt. Kann ich dich nicht verkaufen? Schnell handeln. So, bestätigen. Chillst du oder bist du auch tot mittlerweile? Nee, du lebst, aber... Das macht mich irgendwann fertig. Oh Gott, wie viele Tiger haben wir. Den taugt es noch voll, wie scheint. Den absolut nicht mehr.
Das ist das einzig Schwierige an diesem Spiel ist ja, die Beschäftigung für alle Tiere immer hochzuhalten. Außerdem wollten wir eigentlich hier weiterbauen. Da würde ich gerne jetzt eine Einrichtung bauen. Oder würde ich hier auf Bau gehen. Und dann jetzt hier schnell. Wenn ich das richtige Holzmaterial finde. Ich hätte gerne diesmal. Haben wir noch das helle Holz auch? So, genau. Ich will das im selben Stil wie da vorne jetzt haben. Und dafür brauchen wir das hier. Bedeutet hier. Nein. Oh Gott, nein! So rum. Ja, ich weiß nicht, was die Inzucht eigentlich für Probleme macht. So. 1, 2, 3, 4. So. So. Dann müssen wir Einrichtungen herholen. Mitarbeiter? Nee. Gästeeinrichtungen. Wie wär's mit einem Pitch Mob Smoothies zum Beispiel? In dem Fall. Einem. Was hätten wir denn hier noch? Street Fox Coffee. Ganz frischer Kaffee aus. Lumipaloon. Da gibt es ja einen Hot Dog Squad. Und einen Mr. Head Fantastic. Genau, that's fantastic. Neue Welt, große Außenhülle. Aber jetzt gehen wir wieder auf den Baumoos. Und schicken dem Teil erstmal ein Betondach oben drauf. Wo waren denn die Dächer jetzt schon wieder? Nee, hä? Ich will da weiterbauen, lass mich weiterbauen. So. Wo sind die Dächer? Boden. Ach, das waren Dächer wahrscheinlich, ne? Und der Dachfeld ist dann. Nee, Ziegelsteine wollte ich jetzt nicht unbedingt aufs Dach legen. Was ist das denn für ein komisches Zeug da auf dem Dach bei denen? Nee, nee. Metall verkleidet. Porenbeton, nee. Was, wird bald ein Alter? Nein. Es ist gestorben. Alter, willst du mich jetzt verarschen? Wo ist dieses blöde Betonplättchen? Da. Ob wir es ein bisschen fancier hinkriegen. Ladenvordach kriegen alle. Nee. Hä? Warte mal. Man müsste eigentlich das Spiel jetzt zum März spielen können. Ich glaube, dann würdest du so ein bisschen. What the fuck? Was? Okay, wir lassen sie jetzt mal für das erste. Warte mal, wir müssen vielleicht hinten das dann noch abzumachen. Sonst schaut das ein bisschen komisch aus. Holzwände. Verschlossen. Halt aktuell nur ein Block, aber was ist beenden? Was soll ist jetzt gerade passiert? Unser Tier ist verstorben, aber wo?
Tiere kämpfen wegen inkorrekten Tierverhältnis. Ah, stimmt. Rentier ist verstorben. Muss bitte abgeholt werden. Genauso wie unser Hund hier drüben. Jetzt müssen wir natürlich bei beiden schauen. Wieder, wo ist denn hier nochmal zum Beispiel ein Hund? Weiterer Wolf. Oh, jetzt haben wir nur noch einen erwachsenen afrikanischen Wildhund da und der ist weiblich. Das ist nicht gut. Bedeutet, wir müssen noch einen kaufen. Tierhandel. Afrikanischer. Oh Gott. Ja, oh Gott. Jetzt langsam wird es echt afrikanischer Wildhund. Den männlich kaufen wir. Dankeschön. Und so senden hierhin. So, wie schaut es bei den Rentieren aus? Da hat man doch eigentlich Nachwuchs, oder? Aber wahrscheinlich haben wir da auch aktuell... Ja. Du bist das Männchen. Bedeutet, wir brauchen ein weibliches Rentier noch. Ey, Leute, ich brauche auch irgendwann mal Zeit, um drüber nachzudenken, wo das Problem gerade aktuell liegt. Rentier. Rentier ist ja neu. Bedeutet, das wird ja relativ unten sein, oder? Männchen. Perfekt. Scheiße, wir haben schon Männchen. Fuck! Supidia, sag mir bitte, dass ich auch Männchen aufnehmen darf bei den Rentieren. Ein Männchen, 11 Weibchen. Bedeutet, partnerlose Männchen kann ich sogar auch 3 halten. Dann muss ich halt eins dann verkaufen zum Beispiel. Du bist... Oh, scheiße. Aber das wird eine Männchenherde. Okay. Rückzugsort trocken. Barrierenstatus, da muss ich mal den Techniker rufen. Wo hat jetzt wieder das mit dem Alpha-Status? Oh Gott! Und zwei Männchen wahrscheinlich in dem Gehege drin, ne? Hier ein junges Männchen und hier haben wir nochmal das alte Männchen, unser Super-Dall-Schaf. Ich würde ja am liebsten das Junge verkaufen. Ja, dann verkaufen wir das Junge auch. Das lassen wir frei. Und kriegen dafür 16 Blätterwährung. Diese Echse, die macht mir Probleme. Warum kann ich keinen Tierpfleger zum Vivarium rufen gerade? Und wieso hat das Wasserproblem? Das Tier ist durch die Tierpfleger erfordert. Ich kann ihn ja nicht rufen, das Telefon ist von ihm aus. So, aber... Setzen wir uns mal an den Plan. Wo setzen wir das denn hin? Ich hatte einen Plan und ich muss noch gucken, wo ich den hinsetze. Ich hätte gerne ein Affengehege mal. Ich überlege, ob man das hier vielleicht so links, rechts aufteilt und hier drüber das Gebäude baut zum Beispiel. Hm. Neues Tier ist angekommen. Gut. Das ist gut. Rein theoretisch, aber das ist dann halt auch wieder so. Dann braucht man hier zwei Übergänge wieder mit zwei Toren. Benutzen die Leute denn Türe? Türen? Weißt du, so ein schön modernes Tor und dann hier ein riesigen Glas. Steppenzebra wird sich bald paaren. Das ist schon mal toll. So, wir werden das jetzt hier mal probieren. Ich werde hier zwei Eingänge reinmachen. Obwohl, das können wir doch eigentlich so probieren, indem wir... Nee. Das geht, glaube ich, nicht, oder? Was sind jetzt eigentlich schon wieder alles für Probleme? Niedrigen Wohlbefinden. Warum? Weil Wasser weg ist. Ja, wann kommen denn meine komischen... Warum brauche ich mehr Tierpflege? Kann das sein? Einrichten... Nee, ich tue es mal mit mir anstellen. Wir tun so viel Geld verdienen. Hoch. Imbestände und Strom wurde... Oh, was haben wir jetzt an Strom erforscht? Was haben wir denn jetzt bei Strom, bitte? Solarmodule. Sauberkeit stellt Risiko dar.
Tierpfleger rufen, Tierarzt rufen, Techniker rufen. Ich tue jetzt von allem noch mehr einstellen. Mitarbeiter. Wie viel Tierpfleger habe ich denn aktuell? Keine Energie. Den Abstand weiterbilden. Ja, ich tue erst, warte mal, dann tun wir zum Beispiel. Wer ist denn zum Beispiel da? Hohe Arbeitsbelastung ist schon. Upgraden, 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 upgraden und upgraden. Arbeitet. Tun wir doch mal alle mal so ein bisschen. Also irgendwie scheint es so, als ob wir viel zu wenig Mitarbeiter für das Projekt hätten. Vielleicht stellt das eins der größten Probleme dar. Ich muss von allem viel mehr einstellen. Die Verkäufer... Alter, wie viele Verkäufer? Ja, ihr kriegt jetzt alle mal eine höhere Meinung von mir. Heiliger Bimbam sind das viele. Wie viele gebe ich bitte schon alleine für die Mitarbeiter aus? Ah, oh, jetzt kämpfen die Neales wieder um Alpha-Status. Ja, warte mal kurz. Ich muss kurz denen hier alle mal ein bisschen Upgrade geben. Dann haben wir noch... Wie viel Tier... Okay, Tierärzte müssen um einige mehr her. Alpha-Status kämpft hier schon wieder. Wo? Wer bist du? Du bist wahrscheinlich der Junge. Der Junge verliert normalerweise immer. Der Alte ist aber noch nicht so alt. Guck mal, Dovaran ist hungrig. Ich hätte gerne bleiben können, um das Tier zu sehen. Das heißt, warum konntest du denn nicht so lange bleiben? So. Oh Gott, das will eine Sauberkeit, das lässt zu wünschen übrig. Gehege 7. Rufen wir mal alle her, damit ihr die untersucht. Veterinärforschung wurde abgeschlossen. Bei wem denn? Beim Dallstab. Oh Gott, perfekt. Es geht. Alter, da brüllt schon wieder draußen, als ob der Weltuntergang wäre. Imbestände haben wir auch weiter erforscht. Aber Leute, in der nächsten Folge müssen wir dann neue Mitarbeiter einstellen. Wir haben aktuell 2800 Besucher in dem Zoo. Und ich hoffe, wir können das bald erweitern. Wie gesagt, das Affengehege ist auch in Planung. Wir müssen nochmal schauen, ob wir solche gesicherten Durchgänge zum Beispiel bauen können. Und wenn ja, wie? Damit wir zum Beispiel auch frei hüpfende Affen oder sowas haben können. Das wäre geil. Wo du durchgehen kannst und bei den Affen drin sein kannst. Das würde ich gerne ausprobieren. Ich hätte auch die richtige Affenart schon im Kopf. Aber was genau und wie wir das genau machen, sehen wir in einer anderen Folge. Und ich würde sagen, bis dahin, ciao.